Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raub und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ihr habt es diese Woche schon mitbekommen. Es geht nichts mehr, zumindest was den Handel mit amerikanischen ETFs betrifft. Und was da jetzt alles dahinter steckt, was man jetzt machen muss, was man machen kann und was man nicht mehr machen kann. All das jetzt im Video. Ich will euch ganz am Anfang mal was zeigen. Ich bin ja bei uns hier im Handelsraum und ihr seht hier hinten, das ist unser Surfer. Und hier seht ihr schon ganz viele Leitungen, die sind diese Woche neu verlegt worden, weil ja jetzt gerade hier über uns der Ausbau stattfindet. Und da haben wir natürlich auch eine Menge Datenleitungen hochgelegt. Also wir nicht, sondern die Elektriker. Und deswegen hängt also jetzt hier dieser Kabelsalat. Darunter wird alles noch ein bisschen schön verputzt und dann sieht das wieder schick aus. Okay. Ganz andere Sache, diese Woche, ganz, ganz viele von euch waren am Wochenende, haben es schon gemerkt, so am Sonntag ging das los, dass einige Broker bzw. einige Kunden haben von ihren Brokern, also alle, die irgendwie mit Interactive Brokers zusammenhängen, CapTrader, Links und so weiter, E-Mails bekommen, in denen sinngemäß stand, dass man selbst jetzt als sogenannter Retail-Kunde eingestuft ist und als Retail-Kunde hat man keinen Zugriff mehr auf spezielle amerikanische ETFs. Und das betrifft unter anderem so etwas wie den Spider, SPY. Das betrifft unter anderem die Qs, QQQ. Oder aber auch den von uns sehr stark gehandelten VXX oder den SVXY. Und da war natürlich die Aufregung groß. Ah, ist das jetzt ein Problem von IB? Was ist denn das wieder? Und so weiter. Und deswegen will ich das an der Stelle mal ein wenig aufklären, weil hier hat sich tatsächlich etwas getan, aber gar nicht erst am Wochenende, sondern das Ganze geht schon viele, viele Monate zurück. Es gibt in Europa eine neue Gesetzesrichtlinie, das ist viele Jahre auch schon bekannt und die nennt sich MiFID II. Und in dieser MiFID II, da werden ganz, ganz viele Regularien getroffen zum Kundenschutz, ne? Also dass man bei dem Vertrieb von Finanzprodukten müssen bestimmte Dinge eingehalten werden und die gelten für ganz Europa. Und betrifft jetzt alle möglichen Sachen, es betrifft auch was Fonds angeht und so weiter. Und kommen wir aber mal speziell auf die ETFs. Ein Punkt, der in dieser MiFID-Regel steht und der verlangt ist, ist, dass jeder ETF-Anbieter, wenn er denn einen ETF in Europa anbieten möchte, ein sogenanntes KIT-Dokument bereitstellen muss. KIT, das steht für Key Information Document, also quasi, wo alles Wichtige über den ETF ist. Und ich habe euch mal so ein Teil hier ausgedruckt. So sieht das Ganze aus. Das ist hier mal eins von der deutschen Asset Management, also der deutschen Bank. Und die sind ja in Europa, oder ich glaube in Europa, ist relativ führend, was ETFs anbelangt. Und so sieht das Ganze hier aus. Ne? Also ihr seht das hier, das ist ein ganz simples, oder sind besser gesagt zwei Blättlein. So, mehr ist es gar nicht. Und das ist dieses sogenannte Key Information Document. Und ja, was steht da alles drin? Da stehen die Gebühren drin, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, laufende Kosten, dann Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat, dann was genau hier gemacht wird, die Wertentwicklung in der Vergangenheit, wenn es denn eine gibt, praktische Informationen, also was ist die Verwahrstelle, also wo liegen zum Beispiel die ganzen Aktien, und so weiter. Dann steht hier noch auf der zweiten Seite die Ziele und die Anlagepolitik und dann ganz hier unten, da steht etwas und ich glaube, da wird viel Wert darauf gelegt, das Risiko- und Ertragspotenzial. Kann man das so kennen? Ja, ne? So, also das ist alles. Das ist das, was dieses Key-Document ist. Und wenn ihr zum Beispiel einen ETF in einer Bank kauft, dann müsst ihr auch unterschreiben, dass ihr dieses Dokument bekommen habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ETFs immer bei einem Online-Broker kauft, egal ob es jetzt ein ausländischer ist oder ein deutscher, dann legt man euch das natürlich nie vor, sondern dann ist das immer da, dann unterschreibt ihr, dass das alles vorhanden ist und so weiter und so fort. So, und das gilt schon seit dem 1., soweit ich informiert bin, seit dem 1. Februar 2018. Also nicht erst jetzt seit dem Wochenende, sondern schon seit dem 1.2.2018. Und im Grunde genommen dürften schon seit diesem Tag keine ETFs mehr an deutsche, europäische Kunden verkauft werden, die dieses KIT-Dokument nicht vorweisen können. So,
Und da man bei Interactive Brokers, ihr müsst euch vorstellen, Interactive Brokers ist ein börsennotiertes Unternehmen, da muss man schon sehr genau darauf achten, dass man die Regularien in den verschiedenen Ländern einhält. Und nach dem, was ich von IB erfahren habe, hat man sich wohl bemüht, für diese ETFs, die natürlich gerade bei IB jetzt auch hier in Europa gehandelt werden, eben Spider, Qs und so weiter, diese Dokumente zu bekommen. Aber die Amerikaner erstellen diese Dokumente nicht. Ne? Das gibt es jetzt verschiedene Begründungen, warum es nicht so ist. Zum einen wird gesagt, naja, die US-Anbieter wie Barclays ist beispielsweise, die sagen, wir machen ja den größten Teil unseres Umsatzes in Amerika bzw. außerhalb Europas. Warum sollen wir also extra auf die europäischen Gesetze eingehen und dafür extra Dokumente erstellen? Das ist nichts Besonderes. Umgekehrt ist es nämlich genauso. Also, dass zum Beispiel ein Amerikaner darf nicht zwingend einen ETF kaufen, den die Deutsche Bank hier in Deutschland herausgebracht hat. Ja, der ist zum Beispiel nicht zum Vertrieb an US-Amerikaner zugelassen. Warum? Weil die Gesetzeslage ein bisschen anders ist. Ne? Regulatorische Gesetze, die es da gibt, die sind sowohl in Europa als auch in Amerika an entscheidenden Punkten ein bisschen anders. Das wirst du und ich jetzt als Retail-Kunde, als Endkunde überhaupt nicht so merken. Aber was die Regulatorien betrifft, ist das eben so. Und IB hat jetzt gesagt, okay, wir müssen uns aber an diese Regulatorien halten. Dazu sind wir verpflichtet. Wir wollen da jetzt auch keine Gesetzesbrüche begehen. Und deswegen hat man gesagt, okay, dann müssen wir das entsprechend jetzt umsetzen. So, und was heißt das jetzt ganz genau konkret? Wer solche ETFs im Depot hat, also wer, machen wir es an einem einfachen Beispiel, wer den Spider im Depot hat, zum Beispiel in einem Langfristdepot, für den ändert sich gar nichts, denn der kann den behalten. Ne? Der kann die einfach im Depot lassen, die werden ihm auch nicht rausgebucht oder so, das ist zumindest Stand heute, die werden ihm auch nicht weggebucht oder verkauft, er kann sie einfach behalten. Du kannst sie auch verkaufen, aber du könntest sie dann Stand heute nicht neu kaufen. Ne? Du kannst auch keine Sparpläne mehr umsetzen. Und aus dem Grund sind zum Beispiel am Wochenende auch alle Orders, die in diesen ETFs bestanden, gelöscht worden. Ne? Also wenn ihr in eurer Handelsplattform geschaut habt, dürften keine Orders mehr auf diese ETFs verfügbar sein. Das ist also der Stand, wie mit den bestehenden Positionen umgegangen ist. Was du hast, kannst du behalten. Was du nicht hast, bekommst du nicht dazu. Du kannst diese also nicht mehr kaufen und jetzt zum Beispiel wie im Fall des VXX, du kannst sie auch nicht mehr verkaufen, also Short gehen. Das heißt, angenommen, du hast jetzt eine Short-Position. Wir haben zum Beispiel noch Short-Positionen im VXX. Passiert mit denen was? Nein. Wir können jetzt sagen, okay, wir gehen da raus, aber wir könnten dann keine neue Short-Position aufmachen. Ne? Und wer also jetzt ein Handelssystem hat, was darauf beruht, den VXX immer permanent hin und her zu handeln, tja, das war's an der Stelle. Ne? Gestorben. Gibt's nicht mehr. Kann man ab sofort nicht mehr machen. Bedingung wäre, dass der amerikanische Anbieter dieses Key Information Document für seine ETFs erstellt und in Europa hinterlegt. Jetzt darf man sich das aber nicht so vorstellen, dass der mal hergeht und sagt, okay, dann druck halt diese zwei Seiten aus und schick die mal hin. Das wird ja geprüft, das sind langwierige Prozesse und ihr dürft auch nicht vergessen, das ändert sich ja auch permanent. Das heißt, der muss dann auch immer dranbleiben. Und deswegen werden viele das nicht tun. Die werden das nicht machen. Es gibt einige ETFs, die gibt es sowohl in den USA als auch in Europa mit unterschiedlichen Kennnummern. Da kann es sein, dass man sagt, okay, komm, wenn das dann eh das Gleiche ist, dann erstellen wir dieses Dokument. Aber für die meisten wird es eben nicht gehen. Was ist jetzt mit Optionen? Das ist jetzt erstmal die gute Nachricht. Wir werden weiterhin auf diese ETFs Optionen handeln können. Das heißt also, wir können weiterhin Calls kaufen, verkaufen, Puts kaufen, verkaufen auf diese Optionen. Allerdings, und das ist jetzt der Punkt, nicht mehr, und ich rede hier immer noch vom Retail-Kunde, also vom Endkunde, nicht mehr In-the-Money-Optionen. Das heißt also, wenn, machen wir ein einfaches Beispiel, du verkaufst du hast einen Volatilitätsspike und du verkaufst Calls im VXX, weil du sagst, hey, im schlimmsten Falle lasse ich die mir andienen. Funktioniert nicht mehr. Du wirst wahrscheinlich keine Optionen in the money mehr verkaufen können. Warum? Weil sie könnten dir ja angedient werden. Und es kann also sein, dass IB diese Order zurückweist, weil er sagt, du darfst ja das Produkt nicht mehr handeln. Das Derivat aufs Produkt darfst du handeln, aber das Produkt nicht selber. Genauso eben, wenn du beispielsweise eine Option out of the money verkaufst und sie wird dir angedient oder sie läuft ins Geld, ne?
Du hast einen Put auf den Spider geschrieben, der läuft dir ins Geld und sagst, ach komm, zur Not kaufe ich eben die Spiders hier unten, so quasi als Cash-Secured Put. Dann kann es passieren, dass dir diese Option zwangsliquidiert wird. Spätestens dann, wenn du angedient wirst, dürfte dir diese Position zwangsliquidiert werden, weil du sie ja nicht handeln darfst. Ne? So, da kann man jetzt großartig darüber schimpfen, aber es ist ja zumindest mal ein Weg, wo man sagt, okay, dann kann ich ja auf den VXX weiter Optionen handeln, dann kann ich weiterhin auf den Spider, auf die Qs, auf was auch immer Optionen handeln. Ich muss eben nur aufpassen, dass die nicht ins Geld laufen. Das heißt, ich muss halt entweder ab einer bestimmten Marke zurückkaufen oder ich muss sie rollen. Ne? So, damit ich gar nicht Gefahr laufe, dass die Dinger halt dann reinlaufen. Das heißt, es erfordert ein bisschen Umstellen in den, erfordert ein bisschen Umstellung in den Strategien. Aber letztendlich ist das kein Beinbruch. Ne? Das ist jetzt nichts Dramatisches, weil ich glaube, wenn ihr mal schaut, okay, wie viele Trades habt ihr denn wirklich im Geld gehabt und wie viel seid ihr denn zum Beispiel Spider angedient worden? Also ich bin jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, einmal im Spider angedient worden, 100 Stück. Habe ich auch immer noch. Aber ansonsten ist das, da wollte ich mich auch anliegen lassen. Zur Not hättest du die halt einfach weggerollt. Also, was soll's? Ja, das ist jetzt nicht dramatisch. Das heißt, du kannst die natürlich weiter handeln. Das ist die Option, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten noch, wie man trotzdem die ETFs handeln könnte. Eine wäre, du handelst das über CFDs. Wir werden ja bei IB und allen angeschlossenen Brokern, IB hat ja selber auch CFDs, die sehr, sehr gut gepreist werden. Das heißt, es gibt natürlich CFDs auf diese ETFs selbst, kann man machen, wenn man das unbedingt will. Du kannst natürlich auch, wir sind auch gerade dabei, eine Liste zu erstellen, du kannst natürlich auch alternative ETFs deutscher Anbieter handeln, weil die gibt es ja genauso. Und die sind in der Regel auch nicht schlechter. Also es wird auch einen währungsgesicherten oder einen dollarnotierten ETF auf den S&P 500 geben. Der ist eben dann bloß nicht mehr in Amerika, sondern der ist eben hier. Okay, passiert halt. Ne? Aber das ist jetzt auch, glaube ich, kein Beinbruch. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit für jemand, der, weil ihr habt immer das Wort gehört, Retail. Ne? Was ist Retail? Retail heißt ja quasi Privatkunde, Endkunde. Und es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr eine Firma habt, ne, wenn ihr eine Firma habt, dann könnt ihr euch davon befreien lassen. Das heißt, dann könnt ihr das weitermachen. Und zwar gibt es ein spezielles Dokument. Ich bin mir relativ sicher, dass das noch niemand hat. Wir haben es schon. Und zwar hier, ich zeige euch das mal. So, hier ist es. Zack. Und das heißt also, ihr habt es jetzt verkehrt rumgelesen, weil ich das mit dem iPhone hier aufnehme. Interactive Brokers UK Limited MiFID Professional Client Notification and Order Execution Policy Consent. Gut Deutsch, du kannst dich mit diesem Dokument hier, das musst du einfach auf der zweiten Seite ausfüllen, sind zwei Seiten. Ne? Eure Broker sollten das dann auch über die nächsten paar Tage dann mal bekommen vielleicht. Kannst du das ausfüllen und dann kannst du quasi sagen, okay, ich bin ja gar kein Privatanleger, ich bin ja ein professioneller Anleger. Du bezahlst ja als professioneller Anleger zum Beispiel in einer GmbH ja auch mehr für den Datenfeed, deutlich mehr. Und dann kannst du dich von dieser Regel befreien lassen, weil wenn du als professioneller Anbieter eingestuft wirst, ja, dann ist dieses KIT-Dokument nicht notwendig. Ne? Und da kannst du das also machen. Allerdings, jetzt wieder eine Einschränkung, das geht zum Beispiel wieder nicht, wenn du ein Friends and Family Konto hast. Ne? Also wenn du, wenn du ein privates Friends and Family Konto hast und du hast zum Beispiel in dieses private Friends and Family Konto eine GmbH drunter geschalten, dann geht es, Aussage heute, wir prüfen das noch, ne? wir probieren es einfach mal aus, wie das letztendlich IB entscheidet, dann kannst du diese GmbH nicht freischalten lassen. Hast du ein Einzelkonto, was in der GmbH läuft, dann kannst du dich da freischalten lassen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist eins, jetzt kann man sehr darüber streiten, wie ungerecht ist das und dass die böse EU und die Regulatorien und so. Fakt ist doch aber eins, ihr dürft nicht erwarten, dass das, was ihr heute macht, für die nächsten 40 Jahre immer genauso funktionieren wird. Ne? Also genauso gut, wenn jetzt jemand schimpft, sagt, oh, jetzt kann ich mein VXX nicht mehr handeln. Hätte Barclays nicht vor kurzem gesagt, wir legen den VXX nochmal neu auf, dann wäre der im Januar 2019, also in gerade mal 7 Monaten, auch hinfällig gewesen, weil dann hätte der aufgehört zu existieren, dann wäre er auch weg gewesen.
Und so kann es immer mal passieren. Immer mal kann irgendeiner ein Produkt zurückziehen. Ne? Immer mal kann irgendeiner eine Handelsklasse zurückziehen. Als ich angefangen habe, gab es noch Pork Bellies. Ne? Das waren Schweinebäuche, tiefgefrorene Schweinebäuche, die konnte man traden. Wer noch den Film kennt, Trading Places, auf Deutsch die Glücksritter mit Eddie Murphy, da wurden Schweinebäuche gehandelt, sogenannte Pork Bellies. Die gibt es auch nicht mehr. Die hörten dann mal irgendwann auf. Ne? Wenn eure Lieblingsaktie Enron war, die ihr getradet habt, naja, die gibt es auch nicht mehr. Okay? Also das heißt, wir sollten da jetzt auch nicht wieder schimpfen und jammern und über die böse Welt meckern, sondern so ist es halt ganz einfach. Wichtig ist eben nur, dass du dran bleibst. Dass du sagst, hey, ich muss mich informieren über gewisse Dinge und bloß weil ich mal vor 5 Jahren was auf dem Seminar gelernt habe, heißt es eben nicht, dass ich es die nächsten 30 Jahre immer noch eins zu eins so anwenden kann. Man muss eben ein bisschen flexibel bleiben. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich habe ja ein System, das hat die letzten 10 Jahre 50% im Jahr gemacht, ja, schön, nützt euch aber nichts, wenn das System gar nicht mehr funktioniert, weil es das Produkt beispielsweise gar nicht mehr gibt. Und deswegen, ihr müsst immer an euch, an eurer Weiterbildung arbeiten, ihr müsst dranbleiben an dem Thema. Also es gibt ja viele, die sagen, ich habe das jetzt einmal gelernt und jetzt investiere ich kein Geld mehr in Ausbildung, jetzt investiere ich kein Geld mehr in Bücher, um was zu lernen, jetzt schaue ich keine Webinare mehr an oder dergleichen. Ne? Ja, da steht halt dann irgendwann da mit Wissen von vor 10, 20 Jahren und das nützt eben nichts. Ne? Märkte verändern sich, Grundprinzipien bleiben gleich, aber Märkte, Produkte etc. verändern sich und da muss man eben dranbleiben. Und wer Börse ernsthaft professionell betreiben will, der muss eben auch mit solchen Dingen hier umgehen und machen wir uns nichts vor. Wir wissen doch alle, das war auch nicht das Letzte. Können noch ganz andere Dinge kommen. Ne? Und ja, da hilft uns das ganze Jammern und Lamentieren nicht, sondern müssen sagen, okay, machen wir das Beste daraus. Ne? Also wer eine GmbH hat, überprüft, ob er das hier machen kann, fragt euren Broker, ob es sowas gibt. Die Leute, die bei uns im Coaching sind, ja, an der Stelle der Hinweis, ich stelle dieses Dokument, ich lasse es scannen und stelle es in den Klientenbereich. Das heißt, wenn ihr heute, in einer Stunde ist ja Coaching, wenn ihr heute zum Coaching kommt, dann ist es schon im Klientenbereich drin. Das heißt, mit einer GmbH ladet es euch runter, füllt es aus, schickt es an euren Broker und der soll dann prüfen, ob ihr diese Anforderung erfüllt und dann könnt ihr es machen. Und für alle anderen ruft euren Broker an und fragt den, ob er euch dieses Dokument zur Verfügung stellen kann. Okay? So, das war's für heute. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen Klarheit erstmal da. Wir bleiben an der Sache dran, gucken mal, was da kommt und denkt immer dran, ne? Optionsstrategien, das Original, die guten Informationen gibt es immer bei uns. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.